Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem ganz neuen Video. Heute gibt's wieder ein Aufgebraucht und platt gemacht. Wenn ihr wissen willst, was ich so aufgebraucht habe und was sich in meinem Müll befindet, dann bleibt einfach dran. Hier befindet sich mein Aufgebrauchtmüll. Einmal eine große Sephora-Tüte voll und einmal so eine andere Tüte voll. Ist ein bisschen mehr geworden, als ich dachte, aber wir legen jetzt los. Ich habe den ganzen Aufgebrauchtmüll nicht sortiert, das heißt, da ist auch Haushalt drin enthalten, aber was soll's, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich mag es ganz gerne, deswegen greife ich einfach von oben herein. Oben reingegriffen befindet sich hier diese feuchte Allzwecktücher von Denkmit. Und zwar in der Duftvariante Apfelblüte. Die mag ich eigentlich ganz gerne an und für sich, aber der Duft Apfelblüte hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich wollte sie jetzt mal ausprobieren. War jetzt nicht so mein Fall, aber den Sinn und Zweck haben sie nun mal erfüllt. Sie haben gereinigt. Ich benutze sie immer für zwischendurch und kann die eigentlich nur empfehlen, aber das nächste Mal in einer anderen Duftrichtung. Weiterhin geht's mit dem Sacrotan Sanft zur Haut. Stark gegen Bakterien, und zwar in dieser Schlumpf Edition, die fand ich ja ganz niedlich, da konnte ich nicht dran vorbeigehen, und zwar ist es für Kids. Ganz schön in Holo, wie man sieht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, und zwar ist es ja diese Seife für diese No-Touch Seifenspende, die steht bei mir aktuell in Toilette und ich habe jetzt schon die dritte nachgekauft und immer wieder eine andere Duftrichtung. Die war ganz okay, hat ganz neutral geduftet, hat die Hände gereinigt. Der Pumpstoß ist absolut ausreichend für einmal Hände waschen und ja, sehr ergiebig, hält bei mir ungefähr einen Monat. Kann ich nur empfehlen, sehr, sehr schöne Sache. Außerdem aufgebraucht habe ich hier von Garnier wahre Schätze die Tiefenpflegemaske und ich kann sie echt nur empfehlen. Ich habe es auch bei sehr vielen YouTubern schon gesehen, dass sie diese abgöttisch lieben. Und zwar ist es die Honiggeheimnisse, strapaziertes und brüchiges Haar. Die riecht absolut sehr, sehr geil, also überhaupt nicht nach Honig. Aber der Duft ist atemberaubend und ich liebe allgemein die ganze Serie von Wahren Schätzen, auch die Hafermilch, auch diese Kokosserie. Also Wahre Schätze, die haben damit ein sehr, sehr gutes Produkt entwickelt und vor allem für sehr erschwinglichen Preis aus der Drogerie. Und ja, ich kaufe das immer wieder gerne für zwischendurch und benutze ich fast bei jeder Haarwäsche so eine Haarmaske. Und das macht, ja, das macht die Haare einfach butterweich, butterzart und sie duften und ja. Kann ich nur empfehlen. Sehr tolles Produkt. Endlich aufgebraucht habe ich von Balea Body Charm Vanilla Berry mit Johannisbeeren und Vanilleduft für jede Haut. Und zwar ist es, wie gesagt, ein Body Charm, zart und pflegend. Steht jetzt hier drauf. Ich pflegend, ja. Es würde reichen für den Sommer, denke ich mal. Der Duft hat mich jetzt nicht so gereizt. Es hat eher noch so ein etwa, ja, so ein Johannisbeer-Joghurt gerochen, ein bisschen mit Vanillenote. War jetzt nicht so mein Fall. Habe ich aber jetzt aufgebraucht, großflächig immer auf den Körper aufgetragen. Wie gesagt, für den Winter war es ein schreckliches Produkt, hat mir überhaupt nicht getaugt. Aber für den Sommer denke ich meistens trotzdem schönes Produkt. Ich werde mal von Balea trotzdem mal weitere probieren. Aber der Duft war einfach nicht meins und ich habe es endlich aufgebraucht. Außerdem aufgebraucht, und zwar abgefackelt, habe ich diese Duftzierkerze. Sommervergnügen, weiße Blüten, Melone und Vanille, und der Duft ist wirklich atemberaubend. Und zwar ist es so eine ganz normale Stumpfkerze gewesen, die man eben in so einen Kerzenständer hinstellen sollte. Oder ich habe sie jetzt in ein Gläschen reingestellt, eben, dass das ganze Wachs mir nicht auf den Tisch fließt. Aber der Duft ist wirklich atemberaubend, der strömt durch die ganze Wohnung, es ist so angenehm, es ist so wohlig warm. Ja, und es ist eben so eine Life-Sense-Kerze, die die Düfte verändern, und zwar dann eben von Blüte, Melone und Vanille. Also dieser Duft ist himmlisch, und die hatte ich eben in meiner DM Valentinstagsbox für Pärchen. Ja, hat mir sehr gut gefallen, werde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Hält bis zu 40 Stunden und die hatte ich echt durchgehend fast eine Woche gefühlt am Brennen. Also sehr, sehr tolles Produkt. Schaut euch mal das an, wenn ihr auf gute Kerzen steht. Airwick. Außerdem aufgebraucht habe ich hier, das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber die wollte ich trotzdem, habe ich nochmal aufgebraucht.
ist von Alouette Kosmetiktücher dreilagig. 60 Stück sind drinnen enthalten. Von Rossmann sind die. Und ich fand diese Box wunderschön. Die steht aktuell auf meinem Kosmetiktisch. Habe ich schon auch wieder eine nachgekauft. Und zwar war das ja die da, wer halt meinen letzten Drogerie-Haul angeguckt hat, kennt ihr ja schon. Ich finde diese Boxen wunderschön. Ich kenne die. Bei Rossmann gibt es also wirklich sehr, sehr schöne Designs und ich stehe da absolut drauf. Es ist immer ein schöner Hingucker, kann man wirklich auf dem Tisch stehen lassen. Das Einzige, was mir immer daran nicht gefällt, sind halt nur meine Kosmetiktücher. Die sind etwas dünner, aber ja, für den Kosmetiktisch reicht es, für die Nase putzen nicht. Aber ich, allein schon wegen der Box, müssten die mal mit. Nicht aufgebraucht, aber jetzt mal endlich ausgemistet. Die ist bestimmt schon über ein Jahr alt. Die ist auch ein Jahr haltbar, aber ich habe jetzt mal dran geschnuppert. Ich glaube, die ist gekippt oder so. Die riecht sehr eigenartig. Die habe ich, glaube ich, von der Norma. Die habe ich bei der Norma mal gekauft. Das ist die Firma El Curina. Mit Shea Butter und wertvollen Ölen. Ein Soft-Öl-Balsam. Dusch, Body Lotion für sehr trockene Haut, in der Dusche in die nasse Haut eincremen und abduschen. Ja, habe ich mir immer gedacht, ist eine einfache Sache für Cremefaule. Ist aber keine einfache Sache für Putzfaule, so ungefähr, weil man müsste danach jedes Mal die Badewanne komplett gründlich auswischen, weil es besteht Rutschgefahr ohne Ende, weil das Ganze. Die Bodylotion setzt sich dann am ganzen Boden ab und der nächste, der reingehen würde, der würde sofort ausrutschen und auch währenddessen, während man benutzt und es abduscht. Es ist absolut rutschig und darauf hatte ich überhaupt keinen Bock. Also solche Produkte jetzt allgemein würde ich jetzt nicht mehr benutzen. Produkte allgemein würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen wollen. Also dann creme ich mich lieber danach ein. Reicht auch überhaupt nicht aus. Also ich finde, so ein Duschprodukt ist nicht ergiebig genug und nicht pflegend genug für die Haut. Ja, musste jetzt weg, ist sowieso gekippt und tschüss. Außerdem aufgebraucht und auch nachgekauft und ich werde das ein Leben lang, solange das im Sortiment ist, solange das auf dem Markt besteht, immer, immer wieder nachkaufen. Und zwar ist es Rosens Rosenwasser. Jede kennt es, jeder liebt es und ich vergöttere es. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe, was es mit der Haut macht. Und ich finde, ja, ich finde, dass das Hautbild sich bei mir verbessert hat. Mag es Einbildung sein oder nicht, ich finde, es ist entzündungshemmend. Ich habe viel weniger Unreinheiten. Ja, die Poren sehen viel schöner aus. Und Poren sehen nie schön aus, aber die werden halt irgendwie verkleinert, finde ich. Das Hautbild macht sich ebenmäßiger und jeder, der es noch nicht ausprobiert hat und oder zu geizig war, 15 Euro für so ein Produkt zu zahlen, holt euch das, probiert es mal aus. Falsch machen kann man nichts damit. Es ist jeden Cent wert und ja, ich liebe es. Habe ich schon aktuell wieder da und kann ich nur jedem empfehlen. Ich könnte drin baden, so geil ist es. Zeige ich euch in jedem aufgebraucht Video. Das hält bei mir ungefähr einen Monat. Es ist sehr, sehr, sehr ergiebig und mein absolutes Favoritprodukt. HIP-Waschgel sensitiv für Haut und Haar. Keine Tränen. Es ist seifenfrei. Eine sehr, sehr milde Waschsubstanz. Ja, es ist frei von sämtlichen Allergiestoffen. Mit einem sehr, sehr zarten Duft frei von allergieverdächtigen Stoffen. Also es riecht absolut nach gar nichts. Es ist wirklich sehr, sehr mild. Frei von ätherischen Ölen, frei von Farbstoffen, seifenfrei Augenmilch, frei von Parabenen, von Silikonen, Weizenprotein, vegan, frei von tierischen Rohstoffen. Und es ist halt eigentlich für Kleinkinder, Babys. Aber ich kaufe mir das immer und es ist wirklich sehr erschwinglich vom Preis her. Es kostet irgendwie 2 bis 3 Euro, 2,50 so ungefähr. Gibt es überall. Das kriegt ihr sogar im Lebensmitteldiscounter. Und ja, ich liebe es abgöttisch. Ich wasche mir damit mein Gesicht. Im Zusammenhang mit einem
mit einem Make-up-Radierer und wasche damit auch meinen Beauty-Blender und meine Pinsel. Und ich liebe es, vertrage ich sehr, sehr gut. Es brennt nicht in den Augen, es brennt nicht auf der Haut und ja, es löst tatsächlich auch mein Make-up runter, eben im Zusammenhang mit dem Make-up-Radierer. Schwämmchen, was ich eben habe, so ein Handschuh. Das Produkt kaufe ich wirklich schon mehrere Jahre und probiert es mal aus. Es ist wirklich erschwinglich. Man kann sich, ja, man kann, es ist super. Man kann sich theoretisch sogar damit duschen und ja, zum Duschen ist mir der Duft nicht effektiv genug. Ja, zum Duschen würde ich das jetzt nicht verwenden, aber zum Gesicht reinigen ist es perfekt und ich liebe es und ich liebe es und ich höre jetzt auf zu reden, weil kauft euch das einfach. Nicht aufgebraucht, aber aktuell in Anwendung, da ich zurzeit sehr arg Probleme mit dem Zahnfleisch habe, habe die passende Zahncreme auch dazu. Es ist Balsam fürs Zahnfleisch, die Meridol-Mundspülung und ich finde die sehr, sehr toll. Die ist ohne Alkohol, die brennt überhaupt nicht. Der Geschmack ist wirklich okay, viel besser als die Zahnpasta, weil die Zahnpasta kann ich gar nicht ab, aber sie macht wirklich was fürs Zahnfleisch und wenn ich die Zahnpasta und diese Mundspülung nicht verwende, dann spüre ich das sofort am Zahnfleisch. Und wer Probleme mit Zahnfleisch hat und Zahnfleischentzündungen und so weiter, schaut euch mal diese Produkte von Meridol an. Die sind auch von Zahnärztin empfohlen und habe ich bisher auch nur sehr, sehr Gutes gehört von anderen. Und ich bin selber ein absoluter großer Fan und das kommt bei mir jetzt immer wieder nach. Werde ich mir immer kaufen, weil es einfach Wunder mit dem Zahnfleisch und den Zähnen macht. Aufgebraucht, das kennt ihr ja schon von mir, wer mich schon länger verfolgt. 50 Maxi-Pads Super Soft. Ja, hole ich mir immer wieder nach, das sind für mich die besten. Und außerdem aufgebraucht, ein Drei-Wettertaft Haarspray von Schwarzkopf. Und zwar war das diese Limited Edition. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Chic Chignon oder sowas, mega stark mit dem Paris-Muster und diesen rosé-goldenen Flakon fand ich sehr, sehr schön, habe mich einfach angesprochen, musste mit. Vor allem eine XL-Größe gab es ja eine Zeit lang. Ja, genau, hier ist City Styles, da gibt es auch in Moskau und weiß, was ich noch was. Drei-Wettertaft kaufe ich immer nach. Ich finde den Preis einfach oder das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach perfekt. Ich hole die immer. Und das macht das, was ich mit meinen Härchenhaaren machen will. Und zwar festigen und die kleinen Härchen bleiben auch, wo sie sind. Und die Haare bleiben betonfest da, wo sie sind, weil ich mir meine Haare auf Arbeit immer zumache. Ja, und ich will einfach, dass sie fest bleiben in dem Dutt oder so weiter, in meiner Frisur. Und ich liebe Drei-Wettertaft und habe sehr. Und kaufe dieses Produkt wirklich schon Jahre, Jahre, Jahre nach. Immer wieder mal ein anderes. Zurzeit immer das Grüne mit diesem rosanen, mit der rosanen Aufschrift oder diese rosane Variante. Und für sich ist das ein sehr tolles Produkt. Ein Duschgel habe ich aufgebraucht. Da bin ich ganz stolz auf mich. Ich habe jetzt halt so viele in Anwendung. Und zwar ist es von Nivea die Lieblingsdusche Karibik Traum. Ja, Jojobaöl und Kokosduft. War eine Limited Edition, weiß ich gar nicht, ob es noch gibt. Ich glaube, das war auch vom letzten Sommer. Bin mir nicht sicher. Duft war perfekt. Wer Nivea mag, ist sowieso damit gut bedient. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nivea hat sowieso eine sehr schöne Pflegewirkung. Die Düfte sind super. Würde ich mir tatsächlich wieder nachkaufen, wenn es den Karibik-Traum wieder geben würde. Aber bei Duschgels teste ich mich eigentlich komplett durch. Immer wenn es was Neues gibt, habe ich es da. Ja, Duschgel-Junkie würde ich sagen. Aber ein sehr schönes Produkt gewesen, kann ich empfehlen. Endlich aufgebraucht, die habe ich mir auch letzten Sommer oder im Herbst gekauft, kann ich mich nicht mehr erinnern, von Isana Mademoiselle Raspberry. Eine Handcreme. Hat mich wahnsinnig angesprochen von der Verpackung her, mit dieser kleinen Himbeere eben. Der Duft war aber schrecklich, muss ich sagen. Also ich habe das ja für die Hände auch gekauft und benutzt. Dieser Himbeerextrakt war nur sehr dezent. Das hat für mich eher künstlich gerochen, eher so chemisch gerochen. Und der Duft war absolut nicht meins. Es hat mich
überhaupt nicht gepflegt. Es ist sofort eingezogen und hatte nur so einen komischen Film hinterlassen. Und ja, ich weiß nicht, das Produkt ist absolut nicht für mich. Ich würde mir auch solche Handcremes hier nicht mehr kaufen, so günstige vor allem. Die reichen einfach nicht für die Pflegekraft, die ich benötige. Und ich habe das dann tatsächlich als Bodylotion aufgebraucht. Das ging dann noch so. Vom Geruch her habe ich ausgehalten, weil dann war es ja ruckzuck auch leer. Es ist ja nur 100 Milliliter drin. Schlechtes Produkt. Sorry. Noch einmal Maybelline Wattepads. Dann habe ich hier dreimal Mascaras aussortiert. Und zwar, ja, sind das tatsächlich meine Lieblingsmascaras. Und das ist auch die Mascara, die ich jedem empfehlen kann, der für ausdrucksstarke, dicke, fette, gebogene, geile Wimpern steht. Also heute habe ich Fake Lashes drauf, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Für Leute, die auf unnatürliche Wimpern stehen. Also für natürliche Looks ist es nichts, aber unnatürliche, dicke Lashes. Es ist sehr, sehr geil, es macht den Schwung rein. Ja, ich kriege damit extrem ausdrucksstarke Augen. Ich liebe es. Ich liebe diese Mascara und ich bete, dass sie niemals aus dem Sortiment geht. Und zwar sind es ja diese zwei Phasen mit der einen Primer-Seite eben. Das verlängert schon die Wimpern mit dieser Primer-Seite, weil da sind eben so kleine Mikrofaser drin. Und dann eben kurz trocknen lassen, dann habt ihr auch dieses geile gebogene Bürstchen, was eben dann die Wimpern noch schwarz tuscht und dem Ganzen noch einen Halt gibt, Ausdrucksstärke gibt. Und hier habe ich auch mal hier zum Ausprobieren mitgenommen. Da war eben die erste Phase auch schwarz. Und in der zweiten Phase waren dann erst die Mikrofasern drin. Ja, hat mir jetzt nicht so gefallen. Gibt es ja aktuell auch wieder so eine ähnliche Variante auf dem Markt oder im Handel. Aber die habe ich schon auch aktuell wieder in Anwendung, weil das ist die Nummer 1 Mascara für mich. Die kaufe ich auch schon jahrelang nach. Die sind jetzt schon leer und ausgetrocknet. Die kommen jetzt mal weg, damit sie mich nicht stören. Aber ich kann diese Mascaras einfach nur vom Herzen empfehlen, wer richtig geile, verklebte Wimpern mag. Das ist der Hammer, was das mit dem Augenaufschlag macht, was das mit den Augen macht. Manchmal habe ich so Tage, wo ich keinen Bock habe oder keine Lust oder keine Zeit habe auf großartig Make-up. Dann ziehe ich mir einen normalen Lidstrich und diese Mascara und wumms, habt ihr so einen Flash in den Augen, Ausdruck und ja. Kann ich nur empfehlen, diese Mascara, ich liebe es. Dann habe ich hier noch zwei Tröpfchen aufgebraucht, einmal von Mont Guerlain, sorry, ich kann kein Französisch. Das war ein floraler Duft, der hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Ich habe noch ein Pröbchen da, ich werde noch mal dran schnuppern. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert, mir das Ganze in groß zu kaufen. Ich mag eigentlich keine blumigen Düfte, aber der hat mich sehr angesprochen. Da ist eben auch Jasmin drin, Lavendel und Vanille und Sandelholz. Und ich glaube, das ist dieses Sandelholz, was mich einfach anspricht, ist einfach mein Duft. Also wie gesagt, ich schnuppere da nochmal dran. Das habe ich erst kürzlich bei Sephora mitbekommen als Brötchen. Und ja, also guckt euch das mal an. Das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Ist auch, glaube ich, recht neu im Sortiment oder ist auch, glaube ich, recht neu auf dem Markt. Dann hatte ich hier von Hermes dieses Brötchen noch ausprobiert. Das war eher so ein frischer, zitroniger Duft, hatte ich den Eindruck. So sieht das Flakon aus. Das war überhaupt nicht meins. Zum Probieren war es okay für den Tag, habe ich es ausgehalten. Da ist jetzt drin Mangoduft, Lotusblüte, wohlriechende Binse, Duftrauch und dem Holz der Sykomore. Keine Ahnung, also steht gar nicht von Zitrone. Ich hatte den Eindruck, das war so ein zitroniger, frischer Duft, aber war wirklich nicht meins, es war mir zu herb. Dann hatte ich hier nochmal so ein Sachet aufgebraucht, beziehungsweise eine Anwendung aufgebraucht von den Biore Nose Strips. Und zwar sind es diese schönen Teile mit diesem
schönen Tiermuster drauf. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde die schon fast besser als die Aktivkohle-Nasenstrips von Balea. Die setzen sich sehr, sehr hartnäckig auf die Nase und ziehen wirklich alles porentief aus der Haut heraus. Und diese Teile kann ich nur empfehlen. Die habe ich mir auch schon tatsächlich wieder nachgekauft. Die gab es im Ausverkauf bei DM Online. Die sind schon wieder da und ja, solange es die gibt, werde ich mir die nachkaufen, weil die sind echt, echt, echt schön und tun schmerzhaft und tränenhaft die Poren aus der Nase ziehen. Aber da ist wirklich dann vieles weg. Ja. Schaut euch mal das Produkt an, wenn es euch interessiert. Sehr schöne Sache. Dann habe ich aufgebraucht noch ein Pröbchen von Miss Dior. Ja, das war ganz okay, war jetzt aber nicht so meins. Es war jetzt nicht so der Duft, der für mich spricht, einfach vom Charakter. Und Angel Mugler, naja, auf jeden Fall dieses Angel-Ding, war mir zu herb, zu viel Moschus einfach drin. Fast schon männlich hat es gerochen. Ja, war absolut nicht meins. Da werden mich wahrscheinlich einige dafür hassen, aber ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die mögen das. Meins ist es überhaupt nicht. Viel, viel zu moschuslastig für mich. Dann habe ich jetzt mal, den habe ich jetzt nicht gewaschen, weil der sowieso in die Mülltonne kommt, einen voller Puder gezogenen Make-up-Schwämmchen. Ja, der hat mir sehr, sehr lange gehalten. Den hatte ich wirklich einige Monate und den habe ich wunderbar sauber bekommen. Ich bin mir nicht sicher, von wo der war. Ich glaube, der war von irgendeiner Evelyn Limited Edition oder sowas. Fand ich sehr, sehr gut. Der war wirklich sehr, sehr fein und weich. Sogar weicher als mein Real Technique Schwamm, den ich zurzeit in Benutzung habe. Der war wirklich toll. Also von dem war ich wirklich begeistert. Hier mit der abgestreckten Kante konnte man wunderbar sauber hier baken an der Wange. Und ja, fand ich ganz, ganz toll. Wenn es jemand interessiert, dass ich den aufschneide. Und was sich da drin verbirgt für eklige Sachen, kann mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde ich auch tatsächlich machen und das mal anschauen. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Ich werde den jetzt wegschmeißen. Wundert euch nicht, der ist jetzt nur voller Puder gezogen vom Bacon. Den habe ich jetzt nicht sauber gemacht, weil er sowieso jetzt in den Müll wandert. Habe ich jetzt ausgetauscht eben durch meinen Real Techniques, weil der mich sehr interessiert hat. Und wir verabschieden uns von dir. Tschüss! Aufgebracht und wieder nachgekauft habe ich. Wie ihr seht, da ist das leere Flakon. Das sind diese Holzstäbchen, die man dann so reinsteckt in so einem Duftöl. Ja, der Duft ist wirklich sehr göttlich. Kaschmir und Vanille. Und zwar kriegt ihr das beim Aldi. Das habe ich dort entdeckt. Vanille ist eigentlich fast immer ausverkauft. Dann ist dann nur noch komische Gerüche sind dann da, die mich überhaupt nicht ansprechen. Aber den Duft habe ich bei mir im Schlafzimmer stehen und jedes Mal, wenn ich ins Schlafzimmer reinkomme, riecht es nach warmer Vanille. Und es ist so, so, so schön. Und ja, werde ich mir mal nachkaufen. Ganz, ganz toll. Vielleicht das nächste Mal einen von DM oder Rossmann ausprobieren. Aber den, wenn ich im Aldi bin, nehme ich immer mit, wenn der andere leer ist. Das hier ist auch so ein Nachkaufkandidat. Habe ich. Ich habe hier schon das dritte Mal nachgekauft. Also bin mir jetzt nicht sicher. Das ist ein Duftölflakon zum Nachfüllen. Picknick im Apfelgarten. Und zwar nur diese Variante hole ich mir nach. Das riecht nämlich nach grünem Apfel, frische Wäsche und luftiger Brise. Und es riecht tatsächlich nach frischer Wäsche. Wenn man in die Wohnung reinkommt, dann riecht man das sehr, sehr schön. Habe ich auf mittlerer Stufe stehen. Und ja, es hält angeblich 75 Tage bei 12 Stunden auf niedrigster Stufe. Ja. Habe ich jetzt nicht so im Kopf, wie lange das hält, auf jeden Fall nicht besonders lange. Das ist ja dieses Stecksystem für die Steckdose eben. Das erwärmt dann den Geruch und es verbreitet sich dann da, habe ich im Eingangsbereich. Und ich liebe es einfach, dieser frische Duftgeruch. Airwick Light Scent, schaut euch mal das an, das Produkt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, finde ich ganz toll. Fast aufgebraucht, da ist wirklich jetzt nur Minimalprodukt drin, aber da kriege ich jetzt, ja. Irgendwie nichts mehr raus. Es kommen dann noch so komisch tröpfchenförmig raus. Das Essence Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Also den kann ich wirklich nur empfehlen. Den finde ich ganz, ganz schön. Bloß zurzeit gibt es den nicht in meiner DM-Filiale bzw. Essenstheke in meinen Drogeriefilialen in meiner Umgebung. Ich finde den nicht mehr.
Habe den jetzt online wieder entdeckt, aber online, ja, will ich mir die Versandkosten einfach sparen, indem ich es mir im Laden hole. Ja, für den Alltag wäre es nämlich, ist es perfekt, weil es wirklich sehr erschwinglich ist vom Preis her und das macht eigentlich, was es machen soll, das Make-up fixieren. Der Duft ist jetzt nicht so meins, aber ja, das hält man dann kurz aus, diese paar Sekunden, die man drauf sprüht, aber es ist wirklich ein sehr schönes Produkt für ein Drogerieprodukt eigentlich. Für ein paar Euro, 2, 3 Euro, glaube ich, kostet das, bin mir jetzt nicht sicher. Ja, völlig okay. Und ich bin es nicht mehr. Ich zeige ja eigentlich keine Food-Sachen in meinen Aufgebraucht, aber Bonbons werfe ich immer rein, weil Bonbons sind bei mir immer in meinem Drogeriehaus mit dabei. Die hole ich mir immer von Drogerie, weil es für mich irgendwie in meine Handtasche reingehört. Da habe ich immer welche dabei, immer eine andere Geschmacksrichtung. Und zwar liebe ich die besonders von M. Eukal. Und die Wildkirsche, die waren ja sehr, sehr schön vom Geschmack her. Die brauche ich eigentlich immer in meiner Handtasche, weil ich immer zwischendurch einfach so ein Bonbon brauche für die Mundflora. Die sind zuckerfrei mit Süßungsmittel. Und das sind wirklich sehr schöne Bonbons. Wer gute Bonbons sucht, schaut euch mal die von Emil Kall an. Aber ich denke mal, jeder weiß, dass sie gut sind. Und da ist jede Geschmacksrichtung gut. Aktuell habe ich die mit Honig. Das müsste eigentlich fast jeder kennen, der in der Beauty-Welt vertreten ist. Bioderma mit Zellenwasser, Hypoallergen. Dieses Produkt habe ich mir im Doppelpack in Paris mal besorgt. Ich weiß gar nicht, für 30 Euro, glaube ich, oder sowas mit dem Dreh. Eine habe ich damals verschenkt gehabt. Das war jetzt im Dezember, als ich es mir geholt habe. Ende Dezember, also Januar fast. Ist ja ein französisches Produkt, gibt es aber bei uns soweit auch auf dem Markt. Bei Amazon kriegt ihr das, ich kriege das auch in den Apotheken und so. In Frankreich kriege ich mir das eben ganz normal in der Drogerie. Habe ich sofort zugeschlagen, habe ich gleich mitgenommen, weil ich mich sehr dafür interessiert habe, weil wirklich sehr viele YouTuber davon schwärmen. Und ich habe mich extrem anfixen lassen, weil das Produkt wirklich irgendwas mit der Haut macht, was unerklärlich ist. Und tatsächlich, ich habe mir das Doppelpack wieder nachgekauft. Für knapp über 30 Euro, also irgendwas um die 30 Euro und bei Amazon zugeschlagen im Doppelpack. Könnt ihr in meinem letzten Drogerie-Haul-Einkauf sehen, wenn es interessiert. Ich weiß nicht, was es mit der Haut macht. Es ist so sanft, es brennt nicht. Man kann damit an die Augen ran, an die Lider. Also wirklich passiert überhaupt nichts. Es ist wie Wasser. Aber es macht irgendwas mit dem Hautbild, es entfernt wirklich alles, es macht die Poren kleiner. Zusammenhang mit dem Rosenwasser ist das zurzeit mein Favorit und ich glaube, ich werde mich davon auch nicht mehr trennen. Es ist wirklich, also wenn ihr das einzelne Fläschchen kauft, kostet es irgendwie 17, 18 Euro, also richtig heftig. Aber da sind 500 Milliliter enthalten und mir hat es jetzt tatsächlich bis April gehalten. Das ist jetzt in meiner Aufgebrauchtüte. Und fast 4 Monate, also fast 4 Monate hat mir das Ding gehalten und sehr, sehr ergiebig. Und ich benutze das morgens und abends und nicht gerade sparsam. Ich liebe es. Ich weiß, ich kann echt nicht sagen, was das mit der Haut macht, aber ich liebe es einfach. Ich vertrage es einfach sehr, sehr gut. Schaut euch mal das Produkt an, wenn es jemand interessiert, wer gute Apotheken Produkte ausprobieren möchte. Holt euch mal dieses Rosane. Dann habe ich mir hier eine Augencreme besorgt. Und zwar könnt ihr die auch. Die habe ich mir erst kürzlich gekauft. Die ist auch in meinem letzten Drogerie-Haul enthalten. Die habe ich mir beim Kaufland besorgt, weil so habe ich diese Firma. Ich kenne zwar diese Firma, also Jean Len. Oder Jean Len, wie auch immer. Jean Len nenne ich es jetzt mal. Das sind ja diese Sachen ohne Gedöns. Und ja. Ich habe mir die Nachtcreme davon mal besorgt. Und die liebe ich abgöttisch. Die spendet die befeuchtet die Haut mit Feuchtigkeit. Da ist auch Hyaluron und Avocadoöl drin gewesen. Oder ist noch. Ich habe sie immer noch in Benutzung. Die hat mir so gut gefallen, dass ich mir eben dann die Tagescreme und diese Augencreme besorgt habe. Die sind wirklich sehr preiswertig. Also ich glaube 8 Euro.
Hat jeweils so eine Creme gekostet und auch die Augencreme. Und die Augencreme enthält hier Hyaluron und Biogurke. Und diese Produkte sind so zart zur Haut. Es brennt am Auge überhaupt nicht. Es spendet Feuchtigkeit. Sofort-Effekt. Es ist wirklich strahlend, der Augenpartiebereich. Oder die Augenpartie ist wirklich strahlend. Ja, es ist für alle Hauttypen und gegen erste Fältchen. Und ich liebe das Produkt. Ideal als Make-up-Unterlage steht hier noch drauf. Und schaut euch mal die Produkte an. Ich finde die sehr, sehr toll. Die riechen wirklich nach gar nichts. Sie sind sanft zur Haut und erlösen keine Pickelallergien aus. Also ich kriege bei sämtlichen Cremes immer so viel Pickel. Aber zurzeit habe ich jetzt wieder meine Cremes und die von Jeanne Lan. Die Produkte, die vertrage ich sehr, sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, Empfehlung, Kaufempfehlung, Kaufempfehlung. Schaut euch mal die Sachen an. Sehr, 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 sehr schön. Die ganze Serie. Noch ein Duftpröbchen. Ich bin ja der absolute Duftpröbchen-Fan, weil ich mich so durchschnuppern kann und so erfahren kann, welcher Duft denn für mich ist. Das ist. Ja. Süßlicher Duft. Da steht jetzt nichts drauf, was ich zumindest übersetzen könnte. Süßlicher, fröhlicher Duft von Givenchy. Givenchy. Ich kann es nicht aussprechen. Eau de Parfum. Riecht sehr, sehr gut tatsächlich. Aber ich würde mir niemals eine große Pulle davon kaufen, weil es nicht meins ist zu 100%. Riecht für mich irgendwie wie so ein günstiges Parfüm. Kennt ihr das? So Parfüms aus der Drogerie. Wenn man ins DM reinkommt und sich irgendjemand eingesprüht hat, dann riecht es im ganzen DM danach und so riecht es, finde ich. So ein günstiges Parfüm. Eine weitere Taschentuchbox habe ich aufgebraucht. Das sind ja noch zwei Taschentücher drin. Oh, was für eine Verschwendung. Die hole ich natürlich raus. Ja, das sind immer die von Soft und Sicher von DM, 100 Stück. Vierlagig, ich liebe sie. Sie sind reißfest, sie sind toll, sie sind weich, sie sind perfekt, um den Beauty Blender kurz auszubringen, den Rest Feuchtigkeit da noch rauszuholen, damit man nicht das ganze Wasser ins Gesicht klatscht. Und extrem reißfest und sicher fürs Näschen. Und ich liebe diese Dinger. Die habe ich im Badezimmer stehen und sehr, sehr toll. Und die Designs sind immer ganz süß. Erst diese Vordertüte ist schon mal leer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Shampoo davon auch drin habe, aber ich glaube schon. Die habe ich, glaube ich, zusammen jetzt aufgebraucht. Das hatte ich jetzt auch schon eine Weile stehen. Und zwar von Fructis, Coco Water, fettender Ansatz und trockene Spitzen. Ja, das hilft wirklich gegen fettenden Ansatz. Und zwar trocknet es die Kopfhaut komplett aus. Ich habe es jetzt immer zwischendurch immer wieder mal benutzt. Und jetzt halt habe ich sie eben aufbrauchen wollen, zweimal nochmal verwendet, damit sie hier in die Tüte landet und der Duft war okay, hat jetzt nicht penetrant nach Kokos gerochen, also ganz normal Shampoo mit so ein bisschen Kokosöl drin oder Kokoswasser ist ja nur drin. Vitamin B3 und B6 ist noch enthalten, gepflegtes, frisches und leichtes Haar soll es eben bringen und werde ich mir nicht mehr nachkaufen, weil es hat meine Kopfhaut, die im Winter ja sowieso extrem empfindlich und angegriffen ist. Verletzt oder angegriffen und ja, das. Nein. Nummer 3. Von K Classic, von Kaufland, die sind super, die sind extrem, extrem preisfest. Bei denen sind die Designs halt jetzt sehr einfällig, aber die Taschentücher sind super. Zum Testen. Limitiertes Testangebot habe ich auch in meinem letzten Haul gezeigt. Das ist ja, glaube ich, jetzt über eine Woche her. Habe ich tatsächlich schon aufgebraucht, weil ich immer zwei nehme pro Wäsche, weil ich das einfach angenehmer finde und denke, dass die Wäsche davon sauber wird oder auf jeden Fall sauber wird. Mit frische Booster, frischer Wasserfall. 360 Grad Reinheit und Pflege. Vollwaschmittel. Ja. Duft ist super. Muss wirklich zugeben, der Duft ist gut.
also wirklich, wirklich gut. Die gibt es jetzt aktuell auch fast überall. Also ich habe die gestern erst beim Lidl wieder gesehen, dass es die noch gibt. Und ich glaube, beim Aldi gibt es die auch immer noch, wo ich sie habe. 2,50 Euro oder so. Also wirklich erschwinglich zum Probieren. Perfekt, da sind 12 Stück drin. Eine reicht ja eigentlich für die Wäsche. Ich nehme immer zwei. Und ich weiß nicht warum. Also ich habe noch mal eine Variante davon da, eine andere Variante. Aber irgendwie, obwohl der Duft okay ist, sauber hat sie die Wäsche auch gemacht. Persil ist ja sowieso da. Ja, Marktsieger, Testsieger, Favorit von sämtlichen Menschen. Irgendwie kommen die nicht an meine Ariel-Pots ran. Ich weiß nicht warum. Die sind gut. Die sind wirklich gut. Bei 20 Grad auf Folie, 100% wasserlöslich. Die kommen nicht an die Ariel-Pots ran. Ich glaube, das riecht. Das liegt, glaube ich, am Geruch. Das stimmt mir zu. Also nichts gegen Henkel und Persil. Aber Procter & Gamble mit Ariel ist für mich einfach das beste Waschmittel. Allein schon vom Geruch? Ich höre auf zu klatschen. Aktuell in Anwendung, ich habe mich jetzt von der Verpackung getrennt, die wollte ich euch jetzt nochmal zeigen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal im Haul gezeigt habe. Ich habe es tatsächlich getan, ich hatte mir mal vor einer Weile das MAC Fix Plus Prevent Prime gekauft. Ja, stolzer Preis. Es fixiert. Na? Tolles Produkt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach das Nummer 1 Fixing-Produkt auf dem Markt, glaube ich. Also jeder kennt es, jeder hat es daheim. Finde ich ganz, ganz toll. Will aber jetzt ein anderes testen und wenn dich das interessiert, dann schau in meinen nächsten Haul rein. Ich habe mir nämlich ein anderes gekauft, auch sehr, sehr hochwertiges. Und das will ich gerne probieren, aber ich denke mal, das wird bei mir jetzt immer wieder einziehen, weil das ist ein sehr schönes Produkt. Und es ist sehr ergiebig, habe ich jetzt wirklich schon eine Weile und es hält. MAC Fix Plus. Nicht aufgebraucht, aber aktuell in Anwendung habe ich Fit Me Make-Up Set Liquid Make-Up und Concealer und zwar in der Farbe 105. Das ist die hellste Farbe, die benötige ich auch. Die habe ich mir mal nachgekauft, weil ich sie mal aufgebraucht hatte und habe dieses Set entdeckt. Mit dem passenden Concealer dazu, ja, es war halt etwas billiger. Ich glaube, 10 Euro hat das Set gekostet, also völlig in Ordnung. Und habe es jetzt wieder aufgemacht, weil mein Lieblings-Make-up leer ging. Und dann war es auch noch ausverkauft und dann musste ich das sowieso aufmachen, weil ich mag es nicht so gerne, viele Make-ups offen zu haben. Deswegen habe ich meistens immer eins oder zwei da, die offen sind. Und dann kaufe ich mir erst neue. Und ich muss sagen, obwohl ich schon mal ein Fläschchen aufgebraucht habe, finde ich es nicht so gut wie das Catrice HD Full Coverage Dingsbums da, diese Papette. Das Catrice ist einfach für mich das Make-up Nummer 1. Es ebnet die Haut, es macht einen Weichzeichner-Effekt auf der Haut. Du siehst einfach aus wie eine Puppe. Es deckt einfach alles ab, das von Catrice. Aber es ist völlig okay, also es ist viel leichter, das Make-up. Das macht so ein bisschen strahlenden Teint. Man müsste es aber setten, weil bei mir setzt sich das sofort irgendwo an. Also gestern hatte ich das hier in meinen Mimik-Lachfalten und ich habe die nicht ausgeprägt in dem Winkel. Und gestern hatte ich sie ausgeprägt. Weiß nicht warum. Ja, spendet eigentlich Feuchtigkeit und ja, man müsste es wirklich setten. Ich glaube, das ist jetzt nichts für ölige Haut, weil ich glaube, das Make-up würde sofort da hinschwimmen. Es hat sich auch nicht so richtig an der Nase irgendwie festgehalten. Also wie gesagt, Catrice, das werde ich mir mal wieder nachkaufen. Das werde ich natürlich aufbrauchen und vielleicht auch wieder nachkaufen. Also es ist okay. Es ist eigentlich okay. Na? Leichtes Make-up, lichtdurchlässig, bla bla. Es ist wirklich okay. Sage ich. Es ist gut. Aber von Catrice ist es besser. Für den einen oder anderen ist es nichts. Ich nehme die immer mal wieder zwischendurch, wenn ich mich schlapp fühle oder irgendwas.
oder das Bedürfnis habe, das kennt bestimmt jeder Mensch, wenn man das Bedürfnis hat, es fehlt irgendwas dem Körper, dann nehme ich immer wieder mal andere Vitamine. Ich habe das Gefühl, ich spüre das, was ich brauche, welches Vitamin mir fehlt. Ja, A bis Z, da kann man nichts falsch machen. Alles, was der Körper nicht braucht, sondert er sowieso aus. Und das, was er braucht, behält er halt. Und habe jetzt die von Doppelherz hier mal aufgebraucht. Ja, ich habe aber das Gefühl, es macht irgendwas. Nehmen Sie einfach gerne, schmeckt sehr gut. Und ja, ich empfehle es jetzt mal nicht, weil es ist jedem selbst überlassen, was er nimmt und was nicht. Ich mag es gerne. Ich wurde angefixt. Das habe ich mir jetzt eigentlich mal mitgenommen, weil mich das wahnsinnig interessiert hat, dieses Produkt. Und zwar ist es dieses mit Kokoswasser. Es soll nach Kokos riechen, finde ich überhaupt nicht. Ich hoffe, ich habe nicht das Falsche mitgenommen. Das ist ja diese durchsichtige Flasche. Die habe ich jetzt zur Zeit in Anwendung, habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Ich vertrage es sehr, sehr gut. Ich kriege keine Pickel. Es settet mein Hautbild und mein pudriges Finish und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Der Zerstäuber ist sehr, sehr fein. Also wirklich sehr schön. Und vor allem der Flakon ist aus Glas. Zeig ich mal, wer es noch nicht kennt. Das ist ja diese Flasche hier. Aus Glas. Riecht aber überhaupt nicht nach Kokos. Ich hoffe, ich habe nicht das Falsche besorgt. Aber ich muss sagen, weil das ist ja ein Primer und ein Fixing Spray. Das kann man ja auch als Primer nehmen. Mich spricht das Flakon an. Und weil ich es vertrage, weil es gab schon andere Setting Sprays, von denen ich Pickel bekommen habe. Das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das kostet 10 Euro. Und es ist auf jeden Fall billiger als das MAC Fix Plus. Und ich finde, das macht den ähnlichen Effekt. Es ist wirklich ein sehr schönes Produkt. Ich werde es weiterhin testen. Ich hatte es jetzt nur wirklich ein paar Mal in Anwendung. Ein weiteres Produkt von den wahren Schätzen. Ich zeige euch mal, hier ist einmal die Spülung und zwar in Hafermilch. Und einmal das Shampoo in Honigschätze. Komisch ist, weil davon habe ich noch das Shampoo im Bad stehen und davon habe ich noch die Spülung im Bad stehen. Ja, wie auch immer das passieren kann, deswegen benutze ich halt die anderen jetzt im Zusammenhang. Ist ja wurscht. Wahre Schätze kann ich wirklich alles empfehlen. Also ich habe jetzt, glaube ich, alle ausprobiert, bis auf dieses ganz neue mit dem Kokoswasser, das Durchsichtige. Und das Olivenöl, das reizt mich jetzt auch nicht so unbedingt. Aber die zwei Serien, vor allem die Hafermilch für empfindliches Haar. Ich habe auch das Gefühl, das hilft auch der Kopfhaut ein bisschen, wer so ein bisschen trockene Kopfhaut hat. Sehr, sehr schön, schöner Duft, schöne Produkte, Garnier, weiter so. Toll. Da ist es. Dieses furchtbare Kokoswasser Shampoo. Also der Duft. Ja. Riecht ganz typisch nach diesen Fruchtis, finde ich. Kokos rieche ich da jetzt wirklich dezent. Sehr, sehr dezent raus. Also wenn man sich anstrengt und mit viel Fantasie und weiß, dass da Kokos drin ist, dann riecht man es. Nichts für trockene Haut, denke ich mal. Also wer vielleicht extrem fettige Haut hat und extrem fettigen Ansatz, für den ist es vielleicht was. Aber das ist jetzt nichts für mich. Aufgebraucht noch mein Duschgel. Ich fasse es nicht. Also Duschgele habe ich extrem viele da und ich will immer ein anderes benutzen in der Dusche. Und ich habe es jetzt geschafft, es ist wirklich nur noch minimal was drin, aber naja. Palmolive Vanilla Pleasure Creme Dusche Body Butter. Sehr geiles Produkt. Genauso wie Palmolive Strawberry Touch Body Butter Creme Dusche. Geiles Produkt. Hat so eine wahnsinnig dicke Konsistenz. Schäumt dann extrem geil auf. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich wie eine Creme. Aber nicht so wie eine Leave-In-Body-Duschcreme, von der man dann in der Badewanne ausrutscht, sondern ist wirklich sehr reichhaltig. Und die Düfte davon sind einfach atemberaubend. Also ich habe die mal entdeckt irgendwo, da gab es sie hier noch nicht in Deutschland. Ich glaube, ich habe die mal das erste Mal in Polen mitgenommen. Da gibt es ja auch die Variante mit Schokolade. Und die ist auch so, so geil. Die hatte ich auch schon da. Also Kinder, wenn euch mal die Produkte hier interessieren und ihr die noch ausprobieren wolltet schon immer mal, aber ihr euch noch nicht getraut habt, weiß bis ich, diese süßen Fischchen, Palmolive, Verpackungen, die Düfte sind hammer, hammer geil. Ja, wird wahrscheinlich wieder mal einziehen, vielleicht mal eine Schoko jetzt dann. Sehr, sehr toll.
Eis Creme, von der ich vorhin erzählt habe, wo ich die Serie von habe, von Gene Len, Tagescreme. Und zwar ist das jetzt die mit Hyaluron und Aprikosenextrakt. Die ist ein bisschen anders von der Konsistenz her wie die Nachtcreme. Die habe ich jetzt natürlich nicht aufgebraucht, der ist jetzt in die Verpackung reingelandet, weil ich euch kurz eine Review darüber geben kann, weil ich es ja schon eine Weile jetzt in Anwendung habe. Ohne Gedöns, vegan, ohne Silikonparaben und pH-neutral und so weiter und so fort. Riecht wieder nach nichts, hat so einen komischen, muffigen Naturkosmetikduft, weil da halt wirklich nichts drin ist, außer einen kleinen Touch Aprikosenextrakt, wie es hier eben drauf steht. Wirklich ganz kleiner, dezenter Touch, also riecht man fast gar nicht raus. Ideales Make-up-Unterlage und stimmt wirklich, weil die ist nicht so reichhaltig wie die Nachtcreme, die wirklich dick ist und so Feuchtigkeit spendet. Die spendet auch extrem Feuchtigkeit, aber zieht sofort ein, hinterlässt so einen schönen Primer-Film auf der Haut, wo man sofort mit Make-up beginnen kann. Und das ist eben super. Und ich vertrage die sehr, sehr gut. Also ich habe bisher auch keine einzigen Pickel davon bekommen, keine Unterlagerungen und so weiter. Liebe ich sehr, sehr, sehr. Und ich glaube, das löst meine Garnier Skin Active Rosenwassercreme ab, die ich jetzt eben dann auch gleich zeigen werde. Und sehr, sehr schöne Creme. Und ich glaube, das ist ein großer Favorit von mir. Nichts Spektakuläres, eine Balea-Arztseife, die habe ich im Winter ganz häufig benutzt, weil die ja ideal ist für häufiges Händewaschen und besonders rückfettend ist, weil ich extrem trockene Haut habe und da brennt einfach so eine parfümreiche Haut, parfümreiche Seife auf der Haut und die ist eben parfümfrei, bakteriostatisch, besonders rückfettend und so weiter. Ja, sehr, sehr schönes Produkt für alle, die empfindlich sind auf irgendwelche, sagen wir mal, kosmetischen Seiten oder so weiter und mit Duft, dann schaue ich mir die an. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Die pflegt die Hände zugleich und der Duft ist sehr neutral und die mag ich sehr, sehr gerne, wenn ich extrem kaputte Haut habe oder einfach mal keinen Bock habe auf so eine komische Seife. Duft. Es riecht halt einfach neutral. Nur einfach nur frisch. Mein Schatz hat aufgebraucht. Und zwar habe ich ihn mir ja damit angefixt, weil ich das mir mal besorgt habe und mir die Handhabung nicht gefallen hat. Also es hat einfach nur, es war zu nass unter den Achseln. Das ist ja dann so runtergelaufen, habe ich ja schon mal erzählt. Wer schon mal mein letztes Aufgebraucht-Video, glaube ich, gesehen hat, habe ich schon mal erzählt gehabt. Gegen Achselnässe und Körpergeruch duftneutral. Das ist wirklich duftneutral. Antitranspirant, es trocknet komplett alles aus und es hält den ganzen Tag trocken und es hält den ganzen Tag geruchslos und es ist perfekt. Ich mag bloß diese Handhabung nicht. Also es läuft dann runter und dann wird man das wegwischen und man klebt seine Hände. Ich habe es überhaupt nicht leiden können. Ich habe ja den Stick jetzt davon und ich werde jetzt mal den nächsten Roller holen, den mal probieren. Hydrofugal ist Hammer. Wie gesagt, ich habe meinen Freund damit angefixt und habe ihm das dann überreicht zum Ausprobieren, ob ihm das gefällt. Und er will jetzt nichts mehr anderes haben. Er kauft sich das jetzt immer. Es ist halt ein bisschen teurer, ne? Aber er ist begeistert. Er will nichts anderes. Er sagt jetzt auch nichts zu, warum er das toll findet, aber er will nichts anderes haben. Wir kaufen das jetzt immer wieder nach. Und hier ist eins leer. Das ist so ein Kandidat, das hat er davor benutzt. Und zwar haben wir das wirklich schon, ja, zig Stück davon gekauft und aufgebraucht. Das nehme ich ihn eigentlich fast immer mit, wenn ich beim DM bin, weil das hat er sehr, sehr geliebt. Das stinkt nicht so nach ekelhaften Deos, wie so, ich finde, 80% der Männer Deos haben so einen ekligen Nachgeruch. Aber das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, vor allem wenn man dann doch leicht schwitzt, in Verbindung mit so einem komischen Deo-Geruch. Das ist gut. Also alle, die ein günstiges Deo suchen für eure Männer, schaut euch das mal an, weil das ist ein Pumpstoß. Also ich bin sowieso der größte Fan von diesen Pumpstoß-Deos. Die sind super. Und das ist jetzt ohne Aluminium mit Cooling-Komplex. Und das hat er wirklich sehr, sehr gern gehabt. Aber das Hydrofugal hat es jetzt einfach abgelöst. Das ist die Creme, die jetzt, die habe ich jetzt erst aufgebraucht gehabt. Also die hat wirklich auch eine Weile gehalten. Die war sehr, sehr ergiebig. Der Duft war sehr neutral. Und ich habe sie sehr gut vertragen und ich muss auch sagen,
die hat wirklich was gemacht mit der Haut. Also Feuchtigkeit gespendet. Ich habe ja sehr trockene Haut bis zur Mischhaut, je nach Wetterlage oder Saison. Und ich kann diese Creme wirklich empfehlen. Also wenn es jemand interessiert, die ist ja wirklich nicht gerade teuer, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne synthetische Farbstoffe und Mixtur aus Wasser und Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Und das hat mich ja sehr angesprochen, vor allem mit Rosenwasser, wenn Rose draufsteht, bin ich dabei. Und ich habe die sehr gerne aufgebraucht, habe die auch wieder nachgekauft, aber aktuell in Anwendung eben die Schienenlen. Und das ist auch ein Nachkaufprodukt. Und ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr schön. Schau euch das mal an. Als nächstes aufgebraucht und sehr, sehr lieben gelernt sind hier die sanft und sicher feuchtes Toilettenpapier, 50 Tücher, extra dick. Sheerloaf Limited Edition, die gab es eben im Doppelpack und die waren mega. Die gibt es leider so nicht mehr. Erstens nicht dieses Sheerloaf Zeugs und jetzt auch nicht, ob es diese extra dicken gibt. Die waren so, so dick und fluffig und perfekt einfach in der Handhabung. Der Duft war mega. Also, wenn es so eine Bodylotion geben würde, Sheer ist mega. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ich hoffe, liebes DM-Team, bringt die wieder rein. Die waren so, so, so toll. Ja. Zurzeit habe ich die von Kashmir. Die sind viel, viel dünner. Der Geruch gefällt mir jetzt auch nicht so. Also, ja. Die hätte ich gerne wieder. Die waren so schön. Ich habe eine Bodylotion aufgebraucht. Die habe ich nämlich auch schon eine Weile. Und zwar ist es ja die gleiche quasi wie meinem Waschgel, diese gleiche Serie, die ihr auch überall bekommt. Milk Lotion Sensitive für normale Haut mit natürlichem Bio-Mandelöl. Der Geruch ist, ja, war sehr sensitiv, wie halt so Kinderpflegeserie eben sind. Ja. Der Geruch hat mir nicht besonders gefallen. Die Wirkung war für meine winter feuchtigkeitsbedürftige Haut leider auch nicht perfekt ausreichend genug, aber ja, würde ich mir jetzt so nicht mehr nachkaufen für meine Haut, aber das Produkt an und für sich ist ganz gut und ich mag ja vor allem das Waschgel sehr gerne. Aber ich habe sie eigentlich aufgebraucht. Es waren 350 Milliliter, das war der Hammer. Aber sie ist leer und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe hier noch ein Duschgel aufgebraucht, also ich habe ganz fleißig meine angebrochenen Duschgels aufgebraucht und zwar 200 Milliliter My Dear Coconut. Das war ein Duschpeeling. Das war eigentlich ganz, ganz schön. Der Duft war auch super. Es war wirklich ja künstliche Kokosnuss, aber der Duft war mega. Also wer auf Kokosnuss steht, für den ist es was. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch gibt. Das habe ich vom Rossmann damals, war letztes Jahr, glaube ich, neu im Sortiment. My Dear Coconut. Sehr, sehr schönes Peeling-Ergebnis. Die Peeling-Partikel sind etwas gröber gewesen. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Rituals Peeling, ist es schon eine andere Hausnummer, aber das Produkt war sehr, sehr schön. Also wenn es so geben würde, würde ich mir das wieder nachkaufen. Ja, tolles Produkt, schöner Geruch, klasse. In meinem Douglas Adventskalender war das, glaube ich, ein Duftpröbchen, beziehungsweise ein größeres Pröbchen, ist ja schon ein Flakon. 15 Milliliter My Honey von Tony Guard. Der Duft war okay, also mir hat, ja, es gefällt mir wirklich. Ich kann ihn jetzt auch nicht beschreiben, ich bin jetzt nicht der Beschreiber, was Düfte angeht. Aber der Duft ist wirklich gut, das hat mir gefallen. Ich würde mir aber keine große Flasche davon kaufen. So als dieses große Pröbchen war es wirklich sehr, sehr angenehm. Also schnuppert da mal dran, wer auf, ja, es ist frisch. Also wer auf blumige Frische steht, auf blumige Frische. Schaut euch mal das an. My Honey Tony Guard. Das ist wirklich ein sehr schönes Parfüm. Aber meins ist es nicht. Und dann habe ich hier noch zwei Duftpröbchen. Einmal Kenzo Flowered bei Kenzo. Ja, pappsüß, blumig, überhaupt nicht meins. Und einmal Prada Candy. Und bei Prada Candy, das hole ich mir in groß.
Das ist richtig popsüß, aber irgendwie doch ein bisschen weiblich. Ist wirklich meins. Das gefällt mir wirklich gut. Das werde ich mir auch demnächst in einer größeren Variante holen. Und aufgebraucht habe ich hier noch, das ist mein absoluter Favorit und eigentlich so ziemlich der einzige, der bei mir in meine Sammlung reinzieht, weil der ist perfekt. Der deckt alles ab, der deckt Pickel ab, der deckt Augenschatten ab, ist der Liquid Camouflage von Catrice High Coverage Concealer in der Farbe 010 Porzellan. Und es gibt jetzt auch, glaube ich, die 07. Die ist etwas rosa stichiger und das ist wirklich perfekt. Also perfekt, jeder kennt es, glaube ich, brauche jetzt nicht viel dazu sagen. Also wenn ihr einen guten Concealer sucht und den noch nicht ausprobiert habt, dann greift dazu. Der ist auch ständig ausverkauft in dieser Farbe. Der ist so toll. Es wird auch, ich bin mir sicher, das wird nichts überschlagen, genauso wie die, es wird nichts übertreffen, genauso wie die, ja, wie das Make-up davon, wie die Foundation von Catrice. Also da machen die was wirklich, wirklich, wirklich Geiles für, ja, für diese Preiskategorie. Vor allem für diese Preiskategorie. Und ich finde, ich habe jetzt noch nicht viel High-End ausprobiert, aber ich glaube, das ist somit das beste Produkt auf dem Markt. Das und die Foundation. So, ihr Lieben, das war's. Meine Tüte ist leer. Ich bin auch den Monat etwas spät dran. Das waren jetzt meine Aufgebrauchte vom März. Ich sammle dann ganz fleißig im April wieder weiter. Ja, hat mich wahnsinnig gefreut, dass du jetzt eingeschaltet hast, dass jemand meine Videos bis gerade eben noch angeschaut hat. Gib mir dafür einen Daumen nach oben, wenn du bisher ausgehalten hast. Und ja, wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich über ein kostenloses Abo natürlich freuen. Ich würde mich über jede Unterstützung von euch freuen. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr mich unterstützt. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein und wir sehen uns. Mua. Ciao.